Fragen, ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator, Albert Nzia. Merhabalar, i bayramla, dreieck ein Elfer, ja, hoş geldiniz. Das war türkisch. Ich habe mir Mühe gegeben. Herzlich willkommen bei Dreiecken an Elbe. Ihr habt mit über 700 Stimmen an dem Voting teilgenommen und jetzt stehe ich hier in Rüsselsheim beim Spiel. Es geht doch gleich los, die Jungs stehen schon bereit. Hier Türkgücü Rüsselsheim gegen die SG Modau. Ja, Türkgücü Rüsselsheim ist bestickt mit Spielern, die alle schon höherklassig gespielt haben. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass der erste Vorsitzende sagt, okay, wir wollen aufsteigen. Und das am besten mit einem 5-Jahres-Plan und der wiederum heißt, jedes Jahr aufsteigen. Ob das umsetzbar ist, wir werden es natürlich weiterverfolgen in den nächsten Jahren. Einen alten Bekannten haben sie auch in den Reihen, das ist Volkan Tekin, der Ex-Torwart von FV Biebrich 02 aus der Verbandsliga Mitte. Und dieser Spieler hat auch aktuell einen Vertrag vor sich liegen, oder zumindest ein Angebot noch vor sich liegen, aus der türkischen zweiten Liga. Wäre natürlich geil, wenn man mit 26 Jahren nochmal in den Profibereich kommt. Ich persönlich drücke ihm alle Daumen, dass das klappt, auch wenn das natürlich ein herber Verlust für Rüsselsheim wäre. Des Weiteren haben sie auch noch 3 Südkoreaner bei sich in der Mannschaft spielen, die alle aus der Fußballakademie aus Südkorea kommen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob die Jungs kicken können. Ich kann es mir vorstellen, weil die haben immer super Ehrgeiz und rennen bis zum Umfallen. Ja, bis zum Umfallen rennen sollte die SG Modau eigentlich auch, denn sie haben bisher 0 Punkte auf dem Konto und die letzten 2 Saisons auf Tabellenplatz 12 abgeschlossen. Das sieht fast danach aus, als würde es dieses Jahr wieder gegen den Abstieg gehen. Aber wir lassen uns überraschen. Ich sage jetzt erstmal viel Spaß bei der Zusammenfassung. Eben noch von Volkan Tekin gesprochen und da leitet er auch schon den ersten Angriff ein in der 3. Minute auf Ömer Kotsch und der macht das Ding auch direkt rein. 1:0 steht's für die Blauen. Hier Türkgücü, die Heimmannschaft, geht mit 1:0 in Führung. So muss das ein Stürmer machen, wenn er vor dem Kasten steht. Eiskalt. So, und jetzt ist es der andere Protagonist, Ilmin Won, einer der 3 Koreaner, der jetzt an den Ball kommt. Was eine Flugkurve, ganz schwer zu halten für André Bartsch. Da ist es wieder Ömer Kotsch, der Killer vor dem Tor. Genau so muss es sein, als Stürmer hat einfach da zu stehen, wo der Ball runterfällt. Dann geht es wieder von ganz hinten los. Volkan Tekin baut das Spiel auf und dann geht es ganz schnell mit nur 2 Ballkontakten wird hier gespielt. Und schon stehen die Türken wieder vor dem Tor von der SG Modau. Aber Bartsch kann hier entschärfen. Die Türken eine sehr spielstarke Mannschaft, eigentlich ungewöhnlich. Ohne viel Geschnörkel, meistens mit 2 Ballkontakten in die Vertikale gespielt. Und dann stehen sie auch hier wieder vor dem Kasten. Batsch und schon steht es 3:0. Was das Spielerische betrifft, sind sie Modau einfach überlegen. Und ich sag mal, in der Kreisoberliga mit 2 Ballkontakten zu spielen, sieht man wirklich sehr selten. Ein weiterer Spieler, der auch schon mindestens Verbandsliga gespielt hat, nämlich beim SV Zeilsheim, ist Ahmet Gök mit diesem geilen Ball in den Lauf. Hier auf Said Gök das doch, dieses Mal macht er das Ding nicht rein. Dann nochmal eine Standardsituation mit Freischuss, Yassin Çelik wird ihn treten. Puh, das war knapp. Ja, und jetzt dann nochmal der Beweis, dass diese Mannschaft wirklich spielstark ist. Wahnsinn. Schöner Doppelpass hier, dann eine schöne Einzelleistung und der Schuss auf das Tor, aber auch sehr gut entschärft von André Bartsch. Und ich würde mal sagen, dank André Bartsch steht es hier nur 3:0. Damit ging es dann auch erstmal in die Pause. Die Seite wechselte sich, aber es war trotzdem ein Einbahnstraßenfußball. Hier nochmal Aluminium beim Schuss von Yassin Çelik. Aber es ging spielstark weiter. Wieder steht hier ein Spieler der Türken alleine vor dem Kasten. Doch darf er sagen, Burak Yazini
die Nerven. Trainer Nazif Kafa hatte eigentlich keinen Grund, böse dreinzublicken. Das Einzige, was ihn da so böse gucken lässt, ist die Sonne. Denn die SG Moda hatte wirklich keine einzige Chance, bis auf diese. Obacht, jetzt erst kommt sie. Ja, ich glaube, das ist vielsagend. Aber ich möchte die Leistung von der SG Modau gar nicht herunterspielen, sondern eher die von Türk Rüsselsheim hervorheben. Und deswegen mal hier jetzt auch gerade schön zu sehen, auch für Trainer, die Kontakte, die Türk Rüsselsheim macht, bis zum, ich sag's schon mal vorweg, 4:0, ohne dass der Gegner überhaupt an den Ball kam. Man sieht hier sehr schön, dass die Mannschaft komplett in Bewegung ist und immer anspielbereit und der Gegner gar nicht hinterherkommt. Vor allem bei dem Zwei-Kontakte-Spiel, das die Türken aufziehen, richtig, richtig gut. Wahnsinn. Bis zum Abschluss alles mehr oder weniger mit zwei Ballkontakten gespielt. Und dann aus 5 Metern einfach eingeschoben, ohne dass der Gegner drankommt. Sensationell. Dann aus 5:0. Natürlich, wer war es? Ömer Kotsch mit seinem 4. Treffer. Unglaublich. Dabei hätte es echt auch schon 6, 7, 8 oder 9:0 stehen können. Einen habe ich noch, der das auch beweist, dass es wirklich schon so hoch hätte stehen können. Denn Ahmed Gök, 3 Meter vorm Kasten und er haut das Ding an die Latte. Da sage ich nur Respekt. Der Verein sagt ganz klar, wir wollen aufsteigen. Ich sage, von Spiel zu Spiel denken. Wenn wir jedes Spiel gewinnen und jedes Spiel 3 Punkte holen, dann bist du automatisch Erster. Aber ich denke einfach von jedem, von Woche zu Woche. Und wenn wir so spielen wie heute, dann können wir es nur selbst schlagen. Meinst du, die Saison wird wieder genauso schwierig? Ja, wir haben uns alle erhofft, ich bin erst seit dieser Saison da. Und wir haben auch ein relativ neues Team. Wir haben uns alle erhofft, dass es eine ruhigere Saison gibt. Aber so wie es jetzt aussieht, wird es eine ähnliche Saison, so wie letzten zwei Jahren. Das ist genauso. Wenn wir uns nicht in allen Belangen steigern, was das Läuferische, was die Kampfbereitschaft angeht und auch in unserem Fußballspiel an sich, wenn wir da weiterhin so spielen wie bisher, wird es eine sehr, sehr schwere Saison. Also Gökhan schießt. Und wir sind ja fair. Also Gökhan, Ballchance. Danke. Ja, und ist es. Der war knapp. Der war knapp, mein Lieber. Oh, Junge. Überragend. Mein Hintern bleibt immer noch safe die Saison. Sensationell. Bier, Icke, Hütsch. Das war's hier aus der Kreisoberliga Darmstadt Groß-Gärung. Schöne Tore haben wir gesehen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal auch wieder. Votet wieder und dann heißt es Gülle Gülle, Göre Schmeck, Özere. War gut?